Katze! Hey, ihr zwei! Oh, was hast du denn da, Gabby? Es ist ein Doodle-Buch. Jeder, der das Doodle ansieht, entdeckt etwas anderes, was er daraus malen kann. Es ist fantastisch! Na, willst du es vielleicht mal versuchen? Liebend gern. Keine Sorge mehr, Katze, denn manchmal braucht deine Fantasie einfach nur ein wenig Zeit. Oh, ich kann etwas sehen. Dann leg los, Meerkatze. Du malst und wir versuchen es dann zu erraten. Und Achtung! Ein Fisch? Ein Roboterfroschkopf. Ja, Roboterfroschkopf. Zeichne weiter, Meerkatze. Es ist eines dieser Unterwasserschiffe. Ein U-Boot. Ah, ja! Oh ja, jetzt erkenne ich's auch. Du hast ein echt super cooles U-Boot gemalt. Dankeschön. Schimmernde Schwanzflosse. Wie gesagt, das Buch ist fantastisch. Wer hat Lust auf ein kleines Unterwasser-Dudel-Abenteuer? Oh, ich! Ich! Achtung, es geht los! Wow! Das ist eine Unterwasser-Dudelwelt! Ein Katzenfisch! Oh, sie machen ein Herz zur Begrüßung! Hallo, Katzenfische! Suchen wir das nächste Doodle! Ah, mal mal ganz groß, mal mal ganz klein! Wir haben eins gefunden! Was könnte es sein? Eine Muschel! Schimmernde Schwanzflosse! Ah, mal mal ganz groß, mal mal ganz klein! Ich sehe noch ein Doodle! Was könnte es sein? Es ist eine Qualle. Und wie sie leuchtet. Fantastisch. Deine Fantasie, sie endet nie. Drum dudelidudududude. Seht doch, dort drüben ist ein kleines U-Boot mit einer Qualle an Bord. Hallo, kleine Qualle. Katze, das war ja miautastisch. Oh, es war mir ein Vergnügen. Diese Meeresbewohner-Doodles waren blubbertastisch. Die Qualle mit ihren Tentakeln hat mich an DJ Katzenminz erinnert. Oh ja. Ha. Ich könnte wetten, er wird etwas super Grooviges im Doodle sehen. Danke, Meerkatze. Bis dann. Doodle-doodle-doodle. Lass die Gedanken einfach sprudeln. Deine Fantasie.